Liebesschwestern Brüder, Passion, so nennen wir den Text aus der Bibel, den wir heute hören werden. Im Fremdwörterbuch stehen aber noch andere Bedeutungen dieses Wortes. Als erste Bedeutung lese ich da Passion, Passion, Leidenschaft und leidenschaftliche Hingabe. In der deutschen Sprache bedeutet Passion auch, dass jemand mit ganzem Herzen etwas tut, dass jemand mit Freude und Leidenschaft sich hingibt für eine ihm bedeutsame Sache. Liebe Mitchristen, Gottes Passion, Passion, Gottes Leidenschaft ist der Mensch. Dafür gibt er alles. Mehr geht es nicht. Er nimmt das Kreuz auf sich, er stirbt für uns, er nimmt dem Leiden und dem Tod die Macht, weil er durch das Dunkel hindurch uns alle führt zum Licht der Auferstehung. Mehr geht nicht. Denn der Mensch ist Gottes Passion, seine Leidenschaft. Darum wird Mensch in Jesus Christus und zeigt durch Jesus Christus den Menschen den Weg zum Leben. Liebe Mitchristen, der Einzug Jesu in die heilige Stadt und die Passion Jesu zu unserem Heil, sie beide gehören zusammen. Sie sagen uns, Gott steht auf der Seite der Leidenden. Gott ist groß als groß und trotzdem thront nicht erhaben über uns. Gott ist groß als groß und deshalb in seiner Liebe zu dem fähig, was wir in der Passion von Jesus hören. Bei Markus gipfelt sie im Bekenntnis des Hauptmanns. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Zu dieser Erkenntnis will der Evangelist Markus uns führen. In den Glauben an diese Wahrheit unseres Lebens will diese heilige Woche uns begleiten. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen, liebe Mitchristen, eine gesegnete und heilsame Karwoche. Amen.